Wir erleben es immer häufiger. Mächtige Menschen, die nach unten treten. Aber die Avengers waren anders. Daran habe ich fest geglaubt. Ich denke, das alles ist aus einem guten Grund passiert. Vielleicht habe ich darauf immer gewartet. Vielleicht bin ich endlich Teil von etwas Größerem. Abu, siehst du? Wurde auch Zeit. Oh, diese Sitze sind vielleicht unbequem. Sie ist wunderschön. Wieso heißt sie Golden Gate Bridge, wenn sie gar nicht aus Gold ist? So viele andere Kids. Und bestimmt sind ihre Geschichten alle super. Wettbewerb ist etwas, das uns stark macht. Und wenn Ihnen meine Geschichte nicht gefällt? Wenn sie nicht reinpasst? Sie muss perfekt sein, weißt du? Bei deiner Geburt, da meinte dein Bruder, du hättest coole Augen. Was? Aber für mich waren sie das absolut Schönste, was ich jemals gesehen hatte. Wir sind alle einzigartig, Kamala. Du solltest stolz darauf sein, wer du bist. Ich hab dich lieb, Abu. Und ich dich noch mehr. Und ich bin sicher, du wirst das hier gewinnen. Oh, stell dir das mal vor. Und der Preis für die beste Fanfiction geht an die Avengers gegen die fiesen Kanalechsen von Kamala Khan. Und das Publikum rastet aus. So gefällt mir das. Aber du weißt, was zählt. Sieg oder nicht? Oh, ein guter Mensch sein ist wichtig. Oh, Peter, gut ist nicht, was du bist. Gut ist das, was du tust. Das ist mein Mädchen. Leute, wir nähern uns den Avengers West Coast Headquarters zur Linken und landen in Kürze auf der Chimera. Komm, Abu, schnell! Schon gut, schon gut. Immer mit der Ruhe. Mein Abzeichen. Fanfiction-Wettbewerb, okay. Ich komme! Okay, das war schon echt ganz cool. Es geht. Es geht. Ich muss sagen, ich habe mich echt auf das Game gefreut. Es ist bis jetzt sehr cool. Und ich muss ganz ehrlich sagen. Dann sollten wir loslegen. Das ist laut hier gerade. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Vater ist bis jetzt schon mein Lieblingscharakter. Der Vater war so cool gerade. Gib den einen Anzug. Ich spiel mit ihm, Digga. Das ist einfach der neue Avenger. Gib den Vater einen Anzug, Alter. Also der Vater war gerade mega gut in der Intro-Sequenz, ne? Mega cool. Mega nett vor allen Dingen. Bewegt die Figur sich? Sie ist echt knallhart. What the fuck ist das? Ach, das ist ein Hologramm, ne? Ah, das ist ein Hologramm. Oh, Tor. Ob er in Wirklichkeit auch so groß ist? Glaube ich eher weniger. Zum Glück bist du nur eine Statue. Jo, seine Faust ist einfach viel größer als mein Kopf. What the fuck? Okay. Okay. Uff, Iron Man, mein Lieblings-Avenger. Immer in Pose. Hoffentlich ist der Charakter gut geschrieben in diesem Spiel. Was geht? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein großer Fan vom MCU Tony Stark, gespielt von Robert Downey Jr. Ziemlich cool. Aber die Comic-Version von Iron Man finde ich nicht so geil, ganz ehrlich. Ich habe zuerst die Filme gesehen, danach erst einen Comic gekauft und reingelesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Filmvariante von Tony Stark wesentlich besser. Also wirklich mit Abstand. Hallo Finalistin, wie heißt du denn? Kamala Khan. Und das ist mein Dad. Yusuf. Die Khan. Oh, dieser Goldring. Du solltest an unserer Comic-Schnitzeljagd teilnehmen. Sammle alle 5, dann darfst du auf den VIP-Balkon. Sobald du auf hast, scanne dein Handy am Aufzug und los geht's. Viel Spaß. Hast du noch nicht genug Comics? Aber der VIP-Balkon, da muss ich hin. Never mit. Nehmen wir mit, ich bin auch ein fucking Nerd, Alter. Nehmen wir mit. Dr. Bruce, ah lol.
Taktikbewusstsein? What the fuck? Okay. B, C, A. Ist A direkt hier vorne? Ach, das ist so ein Minispiel, hier kann ich das Comic bekommen. Was für ein Comic bekomme ich da unten? Black Widow, Nick Fury und Hawkeye sind da drauf, ne? Leute, das ist so ein Handschuh von Black Widow. Trifft die roten Ziele, nicht die grünen. 150 Punkte für den Sieg. Piu. Kein Problem. Piu, 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 piu. Komm ich hier? Also, piu. Guck mal, was ich bekomme am Ende. Also, ich denke mal an Comic, ne? Was schon gesagt wurde. Aber habe ich irgendwie eine bestimmte Schussgrenze? Oder kann ich hier so viel ballern, wie ich möchte? Warte mal. LOL! Das ist eine echte Waffe! Die haben dem Kind eine echte Waffe gegeben. Guckt euch das Auto an. Nicht schlecht, Kamala. Gar nicht schlecht. Die haben dem scheiß Kind eine echte Knarre gegeben gerade. Was hält mich davon ab, mich umzudrehen, die alle Leute zu erschießen? What the fuck? Ich habe gerade eine Delle ins Auto geschossen. Okay, ich habe einen der Comics. Jetzt die anderen. Ja, beziehungsweise auch so eine Delle mit einem Menschen schießen kann mit der Waffe. Ich habe das Widowsbite-Spiel geschafft, Abu. Oh, und ich hab's verpasst. Du warst bei diesen Jahrmarktspielen schon immer sehr gut. Abu, ich habe ein Tablet geklaut. Ich weiß nicht, wen es gehört. Das ist jetzt meins. So, doch die Kleine. Ist brav gemacht. Verkaufen wir auf eBay. Cool, cool. So, warte mal. Taktik, Vision. Da hinten ist C. Gut, darum ist erstmal C. Ach, Mist. Bist du okay? Nein, ich habe diesen Comic schon. Ich brauche noch den mit Captain America für mein Set. Warte mal. Tauschen wir, wenn du Doppelte hast? Ja, klar. Cool. Bis später. Tauschen. Leute, was war das denn gerade? Ich komme einfach nicht rein. So, was haben wir hier? Ich bin Iron Man. Ich bin Iron Man. So cool. Oh, okay. Das ist, glaube ich, mal ein Easter Egg von dem neuesten Filming Endgame. Oh. Boah, so eine Iron Man Actionfigur hier vorne. Bruder. Oh, ich bin so ein Iron Man Fan. Also hier in diesem Shop würde ich mich auch sehr gut fühlen. Oh Gott, so ein Handschuh. Bruder. Oh, ist keiner mehr da? Repulsor-Handschuhe. Ich muss einen anprobieren. Oh. Oh mein Gott, so einen will ich auch haben. Oh Mann. Oh, das ist so cool. What the fuck? Ah, welch Abscheulichkeit ist das? Wow. Ah. Verzeihung. Du bist sehr klein und kaum zu sehen. Doch du musst vor einem Sohn Odins nicht erzittern. Obgleich ich den Impuls verstehe. Wie heißt du? Kamala Khan. Aha. Und was ist das Ding da an deiner Hand? Oh, das ist ein hochdichter Mionenstrahl. Mark III Repulsor-Handschuh. Tony Starks erste Liebe. Bei Odins Bart. Fast so respekteinflößend wie der Mann selbst, Oh, du bist witzig. Ja, das bin ich. Sieh her, eine wahre Waffe, die keiner Verbesserung bedarf. Oh, wer auch immer diesen Hammer hält und er oder sie seiner würdig ist, wird die Macht Thors besitzen. In der Tat. Der Unterschied zwischen Starks Firlefanz und göttlicher Macht. Ja, schon. Aber irgendwo muss jeder Held doch anfangen, oder? Ja. Ja, natürlich. Du bist sehr weise für deine jungen Jahre. Danke. Du aber auch. Kamala Khan. Ich werde mir deinen Namen merken. Unfassbar! Ich hab's. Ist toll, ich irgendwie 10.000 Jahre alt, Alter? Absoluter Hammer! Comics, Preis. Oh, B. Stimmt, da hinten. Stimmt, da hinten. Ich muss auch das Comic da hinten holen. Irgendwo hier war B. Shit, da hinten irgendwo. Warte, komm ich hier rein? Ist das eine Tür? Captain America und die Avengers? Lemmy Smash! Also dann, es geht los! Ja! Kamala,
Jimmy Smash! Ich frage mich, ob ich die Comics lesen kann. Ja, Nummer 2! Na, jetzt kann ich auch Doppelte bekommen, weil eben meinte er, ich kann Doppelte tauschen. Kann ich das nochmal bekommen? Oh, ich kann mir das nochmal holen? Warte mal, irgendeins wollte er doppelt haben. Ich glaube, Captain America war das, ne? Oha, sieht das extrem geil aus, das Spiel. Ja, das Spiel sieht echt gut aus bis jetzt. Also macht sehr starken Eindruck. Okay, ich kann es nicht nochmal bekommen. Aber irgendwie ist es ganz schön laut manchmal, ne? Warte mal, komme ich hier? Oh, lol. Oh. Kann ich mir ein Iron Man Plüsch hier holen? Ich nicht um, wenn ich noch mehr Plüschfiguren anschleppe. Oh, Mann. Warte mal, was spielen die hier? Leute, das ist ein Black Widow-Spiel. Oh, ein Captain Marvel-Spiel. Wack, Alter. Wack. Wack. Captain Marvel, wack, Digga. Du bist die Filme. So, wir müssen hier raus. Wir müssen zum nächsten. Wir müssen das nächste Comics holen. So. Ah, da hinten. DE. Ja, wir müssen DE noch machen, ne? C haben wir nicht. Warte, du wolltest Captain America haben, ne? Der wollte Captain America haben. Ah, hier vorne ist Captain America. Boah. Hm. Also sowas wäre schon geil. Stell dir vor, du gehst irgendwo hin und dann hast du so ein Helicarrier einfach. So ein Hologramm, was du dir so richtig schön angucken kannst. Oh, geil. Ich finde das die Welt dort vorne auch momentan mega geil. Oh, der erste Captain America-Schild. Oh nein, nichts mehr übrig. Oh. Der Schild, den Cap im Zweiten Weltkrieg Hitler ins Gesicht geschlagen hat. Okay. Ist das cool? Du stehst im Weg. Oh, Entschuldigung. Zu viele Pseudo-Fans bei dem Wettbewerb. Hey, wie kommt ihr darauf, dass ich kein echter Fan bin? Ich habe genauso das Recht, hier zu sein. Glaubst du echt, die Avengers lesen deine kleine Story? Zisch ab, Kleine. Wow. Wow. Wenn der Mob und die Presse und die ganze Welt dir sagt, verschwinde, dann schlägst du Wurzeln wie ein Baum neben dem Fluss der Wahrheit und du sagst nein. Ihr verschwindet. Was? Wer hat das gesagt? Echte Fans wüssten das. Ja, von mir aus. Hauen wir ab. Was war das denn nie? Ich glaube, Cindy, ne? Na toll. Keine Comics mehr. Hm. Oh mein Gott, der Anzug! Also, wenn du mich fragst, ich fand das gerade ziemlich mutig von dir. Ich nehme an, du bist ein Captain Marvel-Fan. Sie ist im All, aber hätte dich bestimmt gern kennengelernt. Aber du bist Captain America. Ich bin Kamala. Kamala Khan. Khan. Sie redet einfach mit den Typen. Sie redet einfach mit den Helden, Junge. In deiner Geschichte. Ich will einfach zu zappeln, Schaum spucken und einen Anfall bekommen, Alter. Ja. Ja. Dir hat Thor richtig gut gefallen. Er hat erzählt, sie hatten in Asgard wirklich mal Kanalechsen. Ihr habt meine Geschichte gelesen? Jede, die eingereicht wurde. Das ist so cool. Hey, Cap, wir müssen auf die Bühne. Taunton wird langsam nervös. Hast du Thor gesehen? Er müsste doch längst da sein. Ich hab ihn gesehen. Also, vorhin, er war drüben am Starkstand. Aber da ist er wahrscheinlich nicht mehr. Ich hab gesehen, wie er wegging. Wer ist die Kleine? Ned, darf ich dir eine unserer Teilnehmerinnen vorstellen? Das ist Kamala Khan. In puncto fiese Kanalechsen ist sie Expertin. Oh, ja genau. Hey, der Trick, den du mich da abziehen lässt mit dem Gullideckel, der ist ziemlich cool. Oh, ja, aber gegen die Sache mit dir und Madame Hydra war das doch absolut gar nichts. Das war echt Wahnsinn. wir sollten zur Bühne. Na klar. Hat mich gefreut, Kamala. Wir sehen uns, Kleine. Wir sehen uns. Das war Captain America und Black Widow. Ich sterbe. Holy shit, Bruder. Holy shit. Musst du vorstellen, dass sie nicht weiß, dass sie so stark ist wie Saitama und gibt Thor einen kleinen Schlag und er stirbt instant. Alles klar, Digga. Alles klar, man. Boah, diese Schilder hier von Captain America, ne? Uff. Leute, das ist ein Bild aus dem ersten Teaser-Trailer von dem Spiel. Das hier vorne. Das ist ein... Lol. Ich bin so ein scheiß Nerd, Alter, aber ich liebe das gerade. Vibranium. Wow. Mhm. Vibranium. Leicht zu verwechseln mit Vibrator, aber das ist was ganz anderes, Anaman. Oh, seine erste Uniform. Mode der 40er. Etwas albern. Du hörst dir doch cool aus. Sieht doch voll cool aus. Mega stylisch. Uff. Oh, ich hab so
so Bock auf dieses Game. Ich find's cool, dass es so langsam anfängt. So richtig schön, so. Nicht so wie die Demo oder die Beta mit dem A-Day direkt. Was ist das denn hier für ein Fake Hammer? Der echte ist woanders. Jo, alles klar. So knapp. Fast würde ich es schon ziemlich gut. Hier ist dein Comic. Oh, danke. What the fuck, stell dir mal vor, du bist einfach von einem scheiß Blitz getroffen, Digga. Kriegst aber einen Schlag, Alter. VIP-Balkon, ich komme. Ich glaube, würde so durchdrehen, wenn er mit Thor und ETC reden würde. Ja, wie gesagt, Schaum spucken und zappeln, ne? Ich würde diesen anderen Anfall bekommen. Ich meine, Digga, das sind fucking Avengers, Junge. Das sind so Helden, Bruder. Holy shit. Sollte ich hier reingehen? The fuck, das steht einfach hier hinten. Cool, noch mehr Comics. Sollte ich hier einfach was nehmen? Das sind diese Wissenschaftler aus dem Fernsehen. Terry Gen war für die Menschen. Kein Spielzeug für Milliardäre. Das gilt immer noch. Sie müssen sich bloß auf das Wesentliche konzentrieren. Unsere Arbeit wird die Welt verändern, George. Ich kenne sie und weiß, dass sie den Prunk nicht mögen, aber es wird sich lohnen. Frau erinnert mich gerade ziemlich stark an Evercroft. Kontrolle und Profit. Das lassen wir nicht zu. Das ist ihr Moment. Mit Starks Geld und ihrem Verstand werden sie der Held all dieser Menschen sein. Sehen Sie nicht, wie nah wir dran sind? Da steckst du. Bruce. Du warst heute Morgen auf einmal weg. Es gibt immer was zu tun. Ja, ich weiß. Was ist los? Nichts. Naja, bloß eine Kleinigkeit. Wir erhalten ziemlich merkwürdige Werte vom Reaktor. George, womöglich hatten Sie recht. Wir sind vielleicht ein wenig voreilig damit an die Öffentlichkeit gegangen. Was meinen Sie? Können wir die Berechnung vielleicht doch noch einmal durchgehen? Oh, ja, natürlich. Danke, tut mir wirklich leid. Hey, was machst du hier hinten? Okay. Oh. Shit. Ich hab... Aufgeflogen. ...mich verirrt? Klar. Ich bring dich zurück zur Show, okay? Junge, du klingst wie Fritzen. Den hab ich schon. Ach, der tauschen Moment. Wollte. Vielleicht kann ich mit diesem Jungen tauschen. Ja, natürlich, Digga. Hey, ich hab den Comic, den du wolltest. Super. Tauschen wir. Ich mache gern Geschäfte mit dir. Oh yeah. Das war's. Oh yeah, jetzt hab ich alle, ne? Ja. Jetzt nichts wie rauf zum VIP-Balkon. Ab vom VIP-Eingang treffen. Wo soll ist der? Ach, da hinten. Sieht so cool aus, ne? Wird sie auch eine Heldin? Ich könnte jetzt spoilern. Lol, sind Sie gar nicht besorgt, dass der Reaktor Ihres Helicarriers dieses Terrigen nicht zügeln kann? Wir wissen nichts über... Wir würden es nicht vorstellen, wenn es nicht absolut sicher wäre. Die Chimera sorgt für die Sicherheit und den Schutz der Avengers und von S.H.I.E.L.D., von beiden. Danke. Oh, Wahnsinn, das glaubt Bruno mir nie im Leben. Hey, Kleine, sei vorsichtig. Oh. Okay. What the fuck war das? Also ja, sie wird eine Heldin. Und zwar, wenn du es genau wissen willst, ist es Miss Marvel. Kamala Khan ist Miss Marvel. Die hat so eine Ruffy-Kräfte, wie aus One Piece, so ein bisschen. So dehnbar, größer machen und so ein Shit. Ach, da ist er! VIP-Access. Shit. Das ist der Aufzug zu deinem schicken Balkon. Sesam, öffne dich, Comic Overlords! Hat die da so ein... War das gerade ein, Gott, wie ist das hier nochmal? Oh, wie ist dieses faule Tier nochmal? Oh, wie ist das nochmal? Oh, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Oh, Faultier, genau, Faultier. Der hat so ein Faultier drauf auf dem Handy, ne? So eine Hölle. Jetzt der Mann, auf den Sie gewartet haben. Tamagotchi, das war so ein Faultier. Hat sie das Handy noch in der Hand? Ne, ist aber verschwunden, okay. Okay, das ist cool. Cap spricht. Geschichten über uns Helden geschrieben haben, die uns beeindruckender machen, als wir sind. Außerdem enthüllen wir eine neue, saubere Energiequelle. Terrigen. Das Zeug soll ziemlich stark sein. Erklären wird das jetzt der Mann, der es entdeckt hat. Dr. George Tarleton. Danke, Captain Rogers.
Die Chimera wird von einem neuen Mineral betrieben. Terrigen. Vor 3 Jahren fand ich einen seltsamen Stein. Ja, in der Bucht von San Francisco. Nach einigen Tests war klar, dass dieses Mineral... Also... Hallo, San Francisco! Oh, shit! Statt der netten Leute, des guten Essens und der mangelnden Parkplätze. An der Sache mit den Parkplätzen arbeite ich. Schicke Tasche. Oh Mann, das sieht nicht gut aus. Wir müssen hier verschwinden. Komm! Klingt ziemlich groß für einen Unfall. Unfälle gibt es nicht. Tor, Tony, seht nach. Sofort. Bleib dran, ja. Mach den Quinjet klar. Für alle Fälle. Mach ich. Ja, natürlich. Ich wollte dich aufholen lassen. Wow. Langsam wird die Sache richtig interessant. Beeilen wir uns. Na, geht doch. Tor, mach einen Weg auf der Brücke frei. Ei, ei. Wir sind mit Männer. Wir brauchen Verstärkung. Yeah, boys. Ey, ich habe diese Demo so oft gespielt, ne? Also dieses A-Day-Ding kenne ich gefühlt in- und auswendig. Ich habe das so oft gespielt, ne? Ich habe das, glaube ich, 8 Mal gesehen schon. YouTube-Videos damals halt, weil das ist halt so das einzige Ding, was du gucken konntest. Und dann habe ich irgendwie so oft diese Beta gespielt, ne? Ich glaube, 2 Mal habe ich die gespielt. Einmal auf PlayStation und nochmal auf Xbox. Einfach nur, weil ich Adventure spielen wollte. Das war eigentlich die Möglichkeit, mit Tor zu spielen. Ich muss ein bisschen leiser machen, gerade ganz schön laut auf dem Headset. Tor, danke für die Hilfe. Da sitzen die Zivilisten fest, hinter der Barrikade. Verstanden. Bleib dran. Oh, jetzt passt es. Ich kümmere mich darum. Wir helfen dir, Tor. Oh shit, let's go. So, 3 gedrückt halten und dann let's go. Das Spiel ist so gut, ne? Fühlt sich so gut gerade an. So, anvisieren und let's go. Okay, ich konnte mich noch oben. Ah, okay, jetzt kann ich. Einfach mal den Hammer vor die Füße geworfen. Das sind Waffen von S.H.I.E.L.D. Ich funke Commander Hill an. Cap, die haben das nicht ohne Grund heute gemacht. Sehe ich auch so, Bruce. Ich bleibe auf der Chimera, bis wir wissen, was hier läuft. Kommt man nicht irgendwie... Welche Taste war das nochmal? War es hier R1? Ah, ne, hier. Warte mal, kann Tor nicht fliegen? Okay, ich kann noch nicht fliegen. Hier. Ah, da kommt einfach der Checkstuhl wieder zurückgeflogen. Hammer. Ah, ja. Bist du verletzt? Was ist nämlich so an God of War, ne? Nein, ich stecke fest. Zu deinem Glück bin ich mächtig. Danke, Tor. Bring dich in Sicherheit. Das Licht, das versagte, die Zivilisten retten. Das ist schon ein ziemlicher Spoiler oben in der Missionsnamen. Deckung. Helfe Idems, Thor, Son Odinsons und so ein Shit. Du, das muss so wehtun, wenn er irgendwie so gefühlt. Ich weiß gar nicht, wie schwer ist der Hammer? Der wiegt doch bestimmt so ein paar hundert Kilogramm, oder nicht? Oh, einfach mit den Fäusten. Bam, bam, bam. Oh, Kings Auto einfach gegen, Junge. Oh, das Gameplay fühlt sich gut an. Das Gameplay fühlt sich... richtig gut an. Hey, Moment mal, Donnergott. Er hat gesagt, dass nur du den ganzen Spaß haben darfst. Irre, man. Was geht ab? Und das erinnert mich so an Thor Ragnarok, ne? Das war ziemlich beeindruckend. Wo einfach die Blitze runtergekommen sind, während er gekämpft hat. So geile Szene. Gefällt mir. Warte, umso eigentlich welche? Achtung! Ja, der hat man auch noch gekriegt. Schilde. Niedlich. Alle weg. Eigentlich wollte das Spiel, glaube ich, dass ich da irgendwie was anderes mache. Aber keine Ahnung. Ich kenne halt, wie gesagt, die Demo kenne ich halt auswendig, das Level hier. So, gleich müsste ich Iron Man sein. Noch ein paar Sekunden, glaube ich. Ja. Das ist
noch nicht vorbei, Stark. Hey, komm zurück! Oh, ich hoffe, die haben die Steuerung noch ein bisschen vereinfacht von Iron Man, weil die waren später ein bisschen anstrengend. Statt das in einem von Furys Berichten, die ich nie lese? Komm schon, Tony, die sind wichtig. Okay, von mir aus. Cool, so weg ist er. Zum Glück hat Fury meine beste Tech-Anleitung. Ja, okay, gut, hab ich erwischt. Diese Raketen verursachen eine Menge. Flugsteuerung ist ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie es auf PC ist, aber auf Konsole ein bisschen anstrengend. Die ganze Vibration, Explosion, Kameraeffekten und alles drum und dran. Es ist verdammt schwer, irgendwas zu hitten hier. Cap, wir sollten den Terrigen-Kristall sichern, denn wenn er getroffen wird... Schon dabei. Dr. Tarten ist jetzt unterwegs zur Reaktorkammer. Oh shit! In Deckung bleiben! Alles klar. Welcher von euch B-Movie-Statisten hat auf mich geschossen? Ich denke mal alle, ne? Achso, stimmt, das ist der Laser hier. So, weg mit euch. So, du lebst noch. Hilf! Wie geht's der Katze? Sagen Sie Fury, dass ich wirklich gern mit meinen eigenen Waffen beschossen werde. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Und Goose geht's gut. Cool. Ich wusste nicht, dass Sie den Teil gehört haben. Wir müssen mal zum Bock, die einfach wegzuschießen, ne? Ich glaube, die sind uns einen Schritt voraus. Hier ist noch was anderes im Gang. Also gut. Wer hatte die tolle Idee, Shield Trucks mit Geschützen zu bestücken? Tony. Ach ja, ich. Oh shit, das Ding verfolgt mich, lol. Na komm. Oh, der Prinz ist auf jeden Fall am Start hier. Was ist da unten los, Tony? Oh, yeah. Oh, gar nichts. Alles super. Ich hoffe nur, die Jungs haben keine... Ich nehme es zurück. Sie haben Pulsarpanzer. Cap, das Schiff ist nicht flugbereit. Wieso bewegt es sich? Jemand hat die Sicherheitsprotokolle initialisiert. Der Autopilot der Chimera hat übernommen. Du brauchst Unterstützung. Wir kommen zurück. Negativ. Sichert die Brücke. Die Waffen dürfen nicht in die Stadt. Verstanden. Du bist dran, Bruce. Ja. Das ist so geil, Alter. Ich hab mich so lange auf dieses Spiel gefreut, ne? Oh, das wird es. Ich meine, ich hab mit dem Typen das Auto weggehauen. Ich hab den Typen gegens Auto gehauen und das Auto ist weggeflogen. Ja, der ist tot, ne? Ich meine, stell dir mal vor, du bist ein Verbrecher, Alter. Kommt Hulk einfach und du weißt genau, der Typ bringt dich um. Er bringt dich einfach um. Das ist scheiße. Das ist einfach scheißegal, der bringt dich einfach um. So, Black Widow tasert dich, aber überlebst du, ne? Aber Hulk, der bringt dich einfach um. Also egal, was kommt, Hulk bringt dich einfach um. Der gibt den Nackenklatscher und du bist weg vom Fenster. Der schnippst dich einfach weg. Die Fingerspitze einfach weg, weg bist du. An mir kleben ein paar dieser Flugzeuge. Wow. Darf ich den Kleinen, was? Heiß frisch! Das ist so ein riesiger Fleischberg, ne? Bruder. So, tschüss. Ach, stimmt, Hulk konnte ja noch einen Stein hochheben. Oh, guck mal, wie cool das aussieht gerade, ne? Wenn es zur Hälfte weggelasert ist, genau hier vorne. Ich hatte heute mit viel mehr Fanclubs gerechnet. Und Hulk tötet den aus der Saitama. Er tötet einfach jeden, Digga. Hulk wird immer stärker, je mehr er angepisst ist. Also, Hulk ist irgendwie so, ich weiß nicht. Ziemlich OP, wenn du drüber nachdenkst. Auch ziemlich cool. Avengers, weg mit mir! Die Panzer setzen der Brücke ziemlich zu. Sie stürzt noch ein, wenn wir die nicht ausschalten. Das sieht so geil aus, ne? Das macht so Bock, gerade dieses Level. Die Typen sind auf jeden Fall tot. Die Brücke ist normalerweise kaputt. Wo ist der große Grüne?
Ich sehe auf ihn. Weg. Hulk, ich setze mit dem Quinjet zur Landung an. Juhu! Armer kleiner Typ. Oh, shit! Hopp, tot ist er. Er ist einfach weg. Deine Erfindungen sind gefährlich, Stark. Hey, diese Waffen waren für die guten Jungs. Findest du das etwa komisch? Nicht jetzt. Wir werden gebraucht. Cap, was geht da vor sich? Ich weiß es nicht, Ned. Anscheinend hat der Reaktor eine Fehlfunktion. Ich sehe seltsame Werte. Wir driften zu einem Wärmesignal in der Bucht. Ned, er wird die Stadt zerstören. Wiederholen, Cap. Ich kann dich kaum hören. Ned, kannst du mich hören? Die Stimme von Stark klingt so bottig. Keine Ahnung, was weiß ich. Let's go! So, die Gesetze von... Die physischen Gesetze sind einfach komplett außer Kraft gesetzt, wenn das Schild von Captain America zum Einsatz kommt. Das ist so... Das ist schon cool. Oh nein, Rauchgranate. Sie werden mich so hops nehmen, die Typen. Und eine Blendgranate. Oh mein Gott. Komm, eine Granate in diesem Singleplayer-Spiel ist nicht mal ansatzweise so schlimm wie die in Call of Duty Modern Warfare. Friss mein Schild! Captain, wir haben ein Problem! Ich weiß, Doc. Ach stimmt, du musst markieren. So, so. Solche Messdaten habe ich noch nie gesehen. Oh, shit, komm her. Nice. Ah, da unten kommt noch so ein Schildtyp. Warte mal, kann ich? Okay, bringt nichts. Hat er mich gerade mit Säure angeschossen oder was war das? Ich brauche ein Update. Easy. Der Reaktor stabilisiert sich nicht. Die Terrigen-Molekularstruktur zersetzt sich zu einem Gas. Etwas speist Energie von unten in den Reaktor. Das ist außergewöhnlich. Er klingt aber eher fasziniert als schockiert, ne, wenn ich ehrlich bin. Doc, ich melde mich gleich wieder. Muss nur kurz ein paar Typen verprügeln. Oh, dieses Schildding, Alter. Oh, okay. Er wird das Schild in den Bauch gerammt. Avengers, hört ihr mich? Was ist da draußen los? Oh, voll den Kopf auf die Treppe. Voll den Nacken rein, Alter, in die Stufe. Ah, shit. Broken Ball, let's go! Avenger, bitte komm! Der Konvoi transportiert eine tödliche Schalldisruptorbombe. Unsere Feinde wollen sie in der Stadt zünden. Wir stürzen ab. Ich wiederhole, eine Schalldisruptorbombe. Ihr müsst sie sofort sichern. Eine Schallbombe? Soll das ein Witz sein? Die UN hat die vor Jahren verboten. Dann sehen wir uns das doch mal an. Das nenne ich mal einen Auftritt. Taskmaster. Wir brauchen den Zünder. Wenn die Bombe hochgeht, wird alles im Umkreis von 10 Meilen verflüssigt. Also, worauf warten wir noch? Shit, let's go! Oh Gott, fast runtergesprungen. Ich hab seit unserem letzten Treffen
einem herzlichen Glück. Hier ist einer. Das heißt, ich trete dir in den Arsch. Das Spiel ist so gut, ne? Ich hoffe, dass die anderen Cutscenes im Spiel auch auf ungefähr demselben Niveau sind wie die hier, weil die sind echt gut. Also, A-Day ist wirklich so geil, ne? Oh, shit! So ein bisschen drauf prügeln. Leute, ich hab hier ganz seltsame seismische Werte. Callt sie einfach so, weißt du, sie kämpft gerade gegen einen anderen Typen? Callt sie einfach LKW, Digga. Komm, weg mit dir! Hat er nicht irgendwann mal genug? Oh Gott! Eigentlich müsste sein Gesicht so abgeschliffen worden sein vom Asphalt, ne? Huh. Ich hatte gehofft, dir zu begegnen. Komisch. Ich habe an dich überhaupt nicht. Ich mag das, Alter, das sieht so cool aus. Einfach gleich umdrehen und bum, 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 bum. Komm her, komm, trau dich, trau dich. Nicht so schnell. Oh, hab ich dein kleines Jetpack kaputt gemacht? Spielt keine Rolle. Ich hab das hier. Verdammt. Nur die Typen halten so viel aus, ne? Gib's mir was? Du dir wieder Notizen? Was? Ach, komm schon. Je mehr ich kämpfe, desto mehr lernst du, stimmt's? Das nennt sich fotografische Reflexe. Es nennt sich einfallslos. What? Bam, bam, bam. Ich sehe die Kamera nicht so wirklich. Oh. Sind wir Wilddurst. Jo. Oh shit. Ich habe schon gehört, das Spiel soll ja noch einige Bugs haben. Let's go. Aber immer hat es funktioniert. Ich weiß nicht, warum es davor nicht funktioniert hat. Na? Wo ist eigentlich meine Leben? Achso, da oben. Achso, der weiße Balken. Oh, okay, gut. Ich war mir gerade nicht mehr so wirklich sicher. Warum steht der so? Wollte ich gerade machen. Piu, zack! Ist sicher frustrierend, meinen Schritt hinterher zu sein. Explodiert sein Schuh immer in meinem Gesicht? Oder kommt das... Oder? LOL! Was wirst du damit machen? Zum den Höchstbietenden verkaufen? Ich will etwas viel Wertvolleres. Und das wäre? Ich will die Überraschung nicht verlieren. Kann er irgendwie markiert bleiben, der Typ? Ich würde den gerne mal markiert haben. Markier den doch bitte! Jetzt ist er markiert. Oh. Oh shit! Ja, aua. Einfach nur weg von ihm. Warum rollt sie da hin? Seht ihr das? Ich will einfach nur weg. Warum ist sie da immer noch hingerollt? Den Headshot gedrückt. Haha. Aua. Hab ich kamerasiert. Haben sie den Kampf irgendwie länger gemacht? Ich schwör. Alles? Ich hab den normalerweise immer viel schneller geschafft. Voll in die Eier gerade, ne? Oh, kannst du mal irgendwie. Stimmt, ich hab meinen schweren Angriff noch nie gemacht, ne? Stimmt, die hab ich noch nie gemacht. Versuchst du noch immer es zu verstehen? Gibst du auf? Keine Chance! Also, wo hat dich deine Ermittlung hingeführt? Du bist nicht der Kopf hinter dieser Sache. Und das hier riecht nach Ablenkung. Schluss mit dem Gerede! Feigling! Was ist denn? Magst du keine Überraschung? Mach dir
dir nächstes Mal bessere Notizen. Das hast du wohl kommen sehen, was? Glaubst du, du hast gewonnen? Wovon verdammt nochmal redest du? Sieh dich um, Romanov. Die Welt wird sich an diesen Tag erinnern, als ihre Helden sie im Stich gelassen haben. Was passiert hier? Die Stadt stürzt ein. Verdammt, das war ein Trick. Steve, hörst du mich? Verschwinde da, los! Peter! Scheiße!